Und kein europäischer Staat und fairerweise auch nicht der Vereinigten Staaten können ihre Schulden jemals bezahlen. Das kann niemand. Ja, und das ist ein Problem des Ganzen. Aber es ist genau, da kommst du genau an den richtigen Punkt. Und ich glaube, um den dreht sich auch das Wachstum, um den dreht sich die Verschuldung. Wir haben ein Schuldgeldsystem, in dem Geld ausschließlich durch Kreditaufnahme entsteht, in dem Schulden gemacht werden. Und das ist das ganz Fatale daran. Nehmen wir ein ganz klassisches, ganz kleines Beispiel. Nehmen wir an, Sie würden sich bei mir Geld leihen. Ich bin der Einzige, der Geld schöpfen kann. Sie leihen sich bei mir heute 100 Euro. Die müssen Sie morgen zurückgeben oder in einem Jahr zurückgeben mit Zins. Wenn aber nur Geld durch Kreditaufnahme geschöpft werden kann, Sie müssen mir nächstes Jahr 105 Euro zurückgeben. Wo kommen diese 5 Euro her? Irgendjemand muss also im nächsten Jahr 105 Euro sich leihen, damit ich mein Geld plus Zinsen zurückbekomme. Der wichtigste Punkt, der in Ihre Richtung auch geht, dieses ewige Wachstum kann nicht funktionieren. Ein System, das ewig weiter wächst, ist ein krankes System. Mhm. Es gibt in der Natur nichts, was ewig weiter wächst. Irgendwann hat jedes System, hat jedes Individuum seine ideale Größe erreicht. Der Mensch hört irgendwann auf zu wachsen. Der eine früher, der andere später. Mhm. Aber irgendwann hört er auf. Der wird nicht 17 Meter groß. Ein Baum hat irgendwann seine maximale Größe, ideale Größe erreicht. Ein Ökosystem hat irgendwann seine ideale Größe erreicht. Eine Marktwirtschaft, ein Wirtschaftssystem, das so aufgebaut ist, dass es ewig weiter wächst und expandiert, das ist ein krankes System wie ein Krebsgeschwür und führt immer wieder zum Kollaps des ganzen Systems. Und wir haben es nicht gelernt, es immer wieder so umzubauen, dass wir eine vernünftige Idealgröße erreichen. Wenn wir in einer Welt wie jetzt leben, wo Ressourcenknappheiten und ganz andere Phänomene dazu führen, dass also die Wachstumsraten, die man bräuchte, um praktisch die Schulden zurückzuzahlen, es diese Wachstumsraten nicht mehr erzielbar sind. Man kann keine Schulden zurückzahlen. Gut, das macht mich wahnsinnig. Ja, immer wieder erzählt, noch nicht fertig, der Staat hat seine Schulden zurückzuzahlen. Ganz genau. Gut. Tatsächlich, ich bin ja dabei, dass Wachstum, es gutes Wachstum geben kann, wenn wir den medizinischen Fortschritt verbessern, wenn es uns dem Einzelnen besser geht, wunderbar. Aber wir haben eine Wirtschaft, die in der Entwicklung atmen muss. Sie können die Unternehmen nicht unendlich erweitern. Irgendwann beliefern sie die ganze Welt mit Produkten und alle anderen, die auch beliefert haben, sind irgendwann weg. Irgendwann ist eine maximale Größe ihres Unternehmens erreicht. Irgendwann kommt es auch zu Schrumpfungsprozessen. Es kommt in einer Wirtschaft immer auch wieder mal zu Rezessionen, in denen unproduktive, nicht funktionierende Unternehmen kaputt gehen, pleite gehen, Platz schaffen für neue, wie in einem Wald auch, wo Bäume absterben und neue nachwachsen. Das heißt, wir haben Jahre, in denen die Wirtschaft einfach schrumpft, aber trotzdem in dieser Phase dennoch die Geldmenge weiter wächst. Warum? Ja, warum? Weil wenn ich Ihnen Geld leihe für Ihr Unternehmen, jetzt hat er schon 105 ich leihe Ihnen wieder 100 Euro, ich leihe Ihnen wieder 100 Euro für Ihr Unternehmen. Sie machen nächstes Jahr keinen Gewinn, sondern Verlust. Die Wirtschaft schrumpft. Mich interessiert das nicht. Ich bekomme von Ihnen 8% zurück. Ich bin nächstes Jahr reicher. Mein Geld wächst weiter, obwohl die Wirtschaft schrumpft. Mal gibt es ein Jahr, in dem die Wirtschaft wächst und ich auch reicher werde. Aber es gibt immer Jahre, in denen die Wirtschaft nicht wächst oder schrumpft, aber das Geld immer größer wird. Der Geld hat, immer mächtiger Geld wird. Ja. Das heißt, diese Abkopplung von Materie, diese Abkopplung. Allgemeines Äquivalent, sagt von der Wirtschaft ist ein ganz großes Problem. Würde ich Ihnen das Geld nicht gegen Verzinsung leihen, sondern mich mit meinem Geld bei Ihnen beteiligen, wenn Sie nächstes Jahr keinen Gewinn machen, bekomme ich auch nichts. Dann ziehen wir in einem Gleichgewicht. Solange es aber immer auf Schulden passiert. So einfach ist es nicht. Doch, es ist ein sehr großer Unterschied, ob ich Ihnen das Geld gegen Zins leihe oder mich bei Ihnen beteilige an Ihrem Ergebnis. Wir haben ein Schuldgeldsystem. Geld entsteht ausschließlich durch Kreditaufnahme. Das heißt, solange die Wirtschaft wächst, brauchen wir mehr Geld. Mehr Geld entsteht aber nur durch Kreditaufnahme. Also muss irgendjemand jetzt Kredite aufnehmen, damit alles wächst. Das heißt, all diesem Geld... Ja gut, aber das ist nicht alles. Ja. Schauen Sie, wenn wir so vorgingen, wie Sie das gerade vorgeschlagen haben... Nein, ich sage, das ist interessant. So ist die Situation. Das ist mein Vorschlag. Aber Sie haben ja gerade, ich glaube, dass es nicht möglich ist, das ganze Wachstum wieder zurückzudrehen, weil wir dann diese ganze Krise mit diesen Riesenschulden, die nun mal da ist, gar nicht mehr lösen können. Und ich bin mir sicher, dass man Schulden auch zurückzahlen kann. Das muss schließlich jeder einzelne Mensch, muss seine Schulden zurückbezahlen. Ja, genau. Und das muss genauso für einzelne Menschen gelten wie für Firmen, aber auch für Staaten, weil sonst ist es wirklich das Prinzip nach mir die Sinnflut und dann nimmt ja niemand mehr Verantwortung. Aber das ist die Konsequenz. Das geht nicht. Das wir können nicht. Schulden ja, gut, zurückzahlen. Aber doch, natürlich. Im Gesamtsystem, nein. Moment. Aber das muss doch jedes Land seine eigene Position da sehen. Und da muss
muss auch einem Land wie Italien oder auch Deutschland klar sein, dass es nachhaltig handeln muss. Da kann man doch nicht einfach sagen, aber jetzt, ist denn Europa, ist die Idee Europa und der Euro ein Fehler gewesen? Nein, der Euro ist eine sehr gute Sache. Das war auch absolut genau die richtige Sache. Nein. Ich halte es auch für falsch, den Euro jetzt wieder abzuschaffen. Ja. Ich bin auch sicher, dass er bestehen kann, wenn die Länder sich darauf besinnen, dass sie sich wettbewerbsfähig machen, dass sie weniger Schulden aufnehmen und ihre Schulden zurückbezahlen. Das ist für mich der einzige Weg und das ist ein Prinzip, nach der die soziale Marktwirtschaft lebt und wonach auch jeder einzelne Mensch lebt. Wenn man Schulden aufnimmt, dann muss man sie zurückbezahlen. Dann kann man nicht sagen, ja, da gibt es aber auf der anderen Seite wieder Ausnahmen von Griechenland. Wie gilt das Gesamtsystem? Also es ist doch nicht nur das Problem, monetäre Schulden zu haben. Und selbst wenn wir dieses Problem so lösen würden, wie Sie das vorschlagen, dann leben wir immer noch auf Pump. Und zwar in einem ökologischen Sinne der Gestalt, dass wir mit dieser Situation des Klimawandels, wie wir das jetzt gerade erleben, werden wir so unser Modell des Lebens nicht fortschreiten. Aber da gibt es auch wir haben auch andere Fortschritte, der auch wieder viele Möglichkeiten schafft, Technologien zu entwickeln, dass auch mehr Rücksicht auf das Klima genommen werden kann. Also diese Versuche ich glaube, das Klimawandel sollten wir auf eine andere Sendung vertagen, weil ich halte das für eine potemkinsches Dorf mit der CO2-Diskussion. Aber es ist ein anderes Thema. Lassen wir es in einer anderen Sendung diskutieren. Nochmal, das Gesamtsystem kann keine Schulden zurückzahlen, habe ich aber oft genug gesagt. Moment, wir sind schon bei Europa. Wettbewerbsfähigkeit. Wenn wir fordern, dass die Griechen wettbewerbsfähiger werden müssen, die Italiener wettbewerbsfähiger werden müssen, die Spanier, ja, was heißt denn wettbewerbsfähiger? Gegenüber wem? Dann doch gegen uns. Dass sie mit ihren eigenen Mitteln klarkommen. Dass Wettbewerb Land heißt, Werte erwirtschaftet, dass es keine Schulden aufnehmen muss. Wettbewerb heißt doch, ich muss mit jemandem, stehe ich im Wettbewerb. Wenn die Griechen jetzt ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern, dann heißt es, dass es zulasten unserer Exporte geht. Also es wäre ein gerechterer Ausgleich zwischen den Nationen. Ja, aber dann haben wir doch wieder den Anspruch. Oder wir auch. Wir wachsen auch mit unserer Wettbewerbsfähigkeit und die Griechen. Gegen wen? Gegen die Italiener? Irgendwer muss ja, was die Griechen mehr exportieren, muss irgendein anderer weniger exportieren. Wer denn? Wer soll es denn sein? Gegen wen kämpfen wir? Außer Sie haben Wirtschaftswachstum. Dann geht die Rechnung auf. Aber das werden wir langfristig nicht haben. Dauerhaft und nur, ist klar. Aber es funktioniert nicht. Wettbewerbsfähigkeit, klar. Die Griechen müssen überhaupt erstmal Geschäftsmodell entwickeln. Und da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, der Euro ist sehr wohl fair. Es kann überhaupt nicht funktionieren. Es kann, jedes Land braucht die Währung, die zu seiner Leistungsfähigkeit passt. Wir haben in der Schweiz gesehen, was passiert. Letztes Jahr hat der Schweizer Franken aufgewertet. Nicht mal dramatisch. Sofort kam die Schweizer Exportwirtschaft in wirtschaftliche Schwierigkeiten und die haben abenteuerliche Konsequenzen gezogen. Die Griechen leben seit 10 Jahren mit einer Währung, die viel zu hoch, viel zu schwer für ihre Leistungsfähigkeit ist, weil sich der Euro massiv an uns orientiert. Wir sind die Dicksten. Das heißt, Griechenland kann überhaupt kein Geschäftsmodell entwickeln mit diesem viel zu schweren Währung. Es ist zu teuer, in Griechenland einzukaufen. Es ist zu teuer, in Griechenland Urlaub zu machen. Geht mal lieber in die Türkei. Die haben die Lira, die passt zu ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Hätten die Griechen ihre Drachme wieder, dann könnten die sehr wohl exportieren. Im Moment hat Griechenland eine Exportquote von 6% seines Bruttosozialproduktes, also praktisch nichts, weil es zu teuer ist, in Griechenland einzukaufen, weil der Euro zu hoch ist für diese griechische Wirtschaftsleistung, die sie erbringen. Können wir zum Beispiel auf die Straße gehen und sagen, nein, wir wollen es nicht, ne? Nein, wir zahlen einfach keine Steuern mehr. Also dann macht doch, was ihr wollt. Ihr seid die Regierung, aber wir sind das Volk. Also in dem, was wir ja jetzt nicht nur in der arabischen Welt, sondern mit Occupy oder mit anderen Protestbewegungen sehen, ist das nicht tatsächlich ein Weg, aus diesem Dilemma herauszukommen? Aber dann können wir nicht nur... Jetzt ist der Miller dran. Das ist natürlich, es geht nur das durch die Bevölkerung. Es ist nur die Bevölkerung kann erzwingen, dass sich Veränderungen ergeben. Und das, was mit Occupy jetzt passiert, ist ein guter Einstieg. Und die werden sich organisieren, die werden, das ist der Mittelstand, der auf die Straße geht. Das war ein französischer Politiker, der mal sagte, Revolutionen entstehen nicht durch diejenigen, die nichts mehr zu verlieren haben, sondern immer dann, wenn der Mittelstand um seine Existenz fürchtet. Genau. Und es ist der Mittelstand, der auf der Straße ist. Im Moment der junge Mittelstand, in Stuttgart 21 war es der ältere Mittelstand. Es sind nicht mehr die Spinner, die Esoteriker, die Rechten und Linken auf der Straße, es ist der breite Mittelstand, der zunehmend auf die Straße geht, weil er unsere Existenz fürchtet. Aber in der Diskussion, wir springen wirklich von einem Thema zum nächsten, vom Stöckchen ins Ästchen. Vielleicht können wir irgendwo mal bei einem Thema bleiben, ist ja egal welches, aber einmal bleiben. Okay, bleiben wir jetzt. Wie gesagt, wir sprechen immer davon, die Schulden zurückzahlen. Der Staat soll seine Schulden zurückzahlen oder wer auch immer hat Schulden aufgenommen, soll die zurückzahlen. Nochmal ganz einfach, in dem Moment, wo allen Schulden Geld gegenübersteht, 1:1, wie ein Spiegel, kann niemand Schulden zurückzahlen, ohne dass Guthaben vernichtet werden. Es geht nicht. Ich kann nur dann Schulden abbauen, wenn ich Guthaben abbaue. Es ist wie ein Spiegel, 1:1. Das bedeutet, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder über Inflation.
beides ist weniger wert. Oder ich streiche Schulden wie in Griechenland, dann streiche ich aber gleichzeitig genauso viel Guthaben. Oder der Staat macht es über Steuern, nimmt bei denen, die viel haben, die Hälfte weg und zahlt damit Schulden zurück. Ich kann nur Schulden zurückzahlen, indem ich Guthaben vernichte im Gesamtsystem. Und wenn der Staat seine Schulden zurückzahlt, auf Null fährt, dann muss er dieses Geld irgendwo hernehmen. Irgendjemand anders muss diese Schulden dann gemacht haben. Also der Bürger muss sich massiv verschulden oder die Industrie. Nur dann kann der Staat mit diesem Geld, was er da abgezogen hat, seine Schulden zurückzahlen. Aber dadurch werden die Schulden im Gesamtsystem nicht niedriger. Wir müssen uns unbedingt nicht nur anschauen, wie sind die Schulden des Staates. Wir müssen uns anschauen, wie sind die Schulden des Staatssystems, der Bürger plus Staat plus Industrie. Und diese Schulden gehen von Beginn einer Währungsreform beispielsweise exponentiell nach oben, ohne Unterbrechung. Selbst wenn der Staat in einem Jahr einen ausgeglichenen Haushalt hat, gehen die Gesamtschulden weiter hoch, weil es in der Phase andere aufnehmen. Und diesen Kreislauf können wir nicht durchbrechen. Exponentielles Wachstum in diesen Schulden. Wer exponentielles Wachstum versteht, der weiß, dass das unvorstellbare Dimensionen annimmt. Ja, bräuchten wir dann eine neue Währungsreform? Es kommt immer. Ja. Es gibt kein System wie das unsrige, das über Jahrhunderte funktioniert. Es kommt immer in gewissen Zeitabständen zu einer Neutralisierung von Schulden, indem ich Guthaben neutralisiere. Entweder über Inflation oder über eine Schuldenstreichung oder über steuerliche Geschichten, Zwangssteuern auf hohe Einkommen. Und an diesem Punkt sind wir angekommen. Die gesamte westliche Welt ist so hoch verschuldet, wenn wir das gesamte System schauen, nicht nur den Staat, da ist schon schlimm genug, so hoch verschuldet, dass es nicht mehr tragfähig ist. Da sind so viel Zinslasten und Kapitallasten drauf, was jeder Bürger erwirtschaften muss. Das schaffen wir nicht mehr. Der Staat ist überfordert, die Menschen sind überfordert. Wir sind an dem Punkt, an dem diese Neutralisierung von Schulden und damit gleichzeitig Neutralisierung von Guthaben ansteht. Per Inflation, per Schuldenschnitt in Griechenland oder per Steuer. Alle drei Dinge liegen momentan auf dem Tisch und werden diskutiert. Also ich sehe da eine ganz andere Lösung. Es gibt natürlich schon Vorschläge, die zumindest weitestgehend darauf zielen, eine Entschuldung der öffentlichen Gebietskörperschaften, insbesondere der Staaten, vorzunehmen. Denken Sie an den Vorschlag, den Harald Spehl neulich unterbreitet hat, der in Anlehnung an den Lastenausgleich, den wir kennengelernt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, so vorgehen, dass wir solidarisch unter Rückgriff auf das Vermögen der Menschen. Das entspricht dem, was ich gerade gesagt habe. Ganz genau, gut. Aber das wird dann schon genannt in gewisser Hinsicht als ein Akt der Entschuldung. Das ist dann auch wieder eine Definitionsfrage. Es werden Schulden gelöscht. Weil Sie so rigoros sagen, dass es keine Entschuldung gäbe. Doch, genau wie ich es gesagt habe, es werden Schulden gestrichen und gleichzeitig zum Nulltarif gestrichen. Ganz genau, nicht zum Nulltarif. Völlig richtig, gut. Ja. Aber ich möchte noch was anderes sagen. Wir reden die ganze Zeit über Geld und wir machen uns Gedanken darüber, wie wir unser derzeitiges Wohlstandsmodell irgendwie retten können oder krisensicherer machen können. Und Sie haben gerade die Frage gestellt, was können Bürgerinnen und Bürger tun. Ich denke mal, es reicht überhaupt nicht aus, irgendetwas an unserem Geld- oder Zinssystem, so sympathisch mir das auch ist, was Herr Müller sagt, zu verändern. Wir müssen unsere Lebensweise dergestalt verändern, dass wir überhaupt nicht mehr so geldabhängig sind und auch nicht mehr so viele Unternehmungen brauchen. Also die Idee, dass nachhaltiges Wachstum auf Basis von Unternehmertum möglich ist, diese Idee hat was Sympathisches. Ich bin kein Marxist, ich würde immer dafür plädieren, dass also zukünftiger Wohlstand, der wirklich das Prädikat Nachhaltigkeit verdient, dass er sich weiterhin auch speist aus kreativem Unternehmertum. Aber auch das muss materiell eine Obergrenze haben. Das heißt, man kann nicht sagen, dass wir also weiterhin über den Investitionszyklus weiterhin Gewinne erwirtschaften, die wieder reinvestiert werden, um weiterhin irgendwelche Produkte zu entwickeln. Auch Fortschritt im Gesundheitsbereich, also glaube, das ist gerade als ein Beispiel genannt worden für nachhaltiges Wachstum. Auch das ist irgendwann nicht mehr nachhaltig, wenn die Gesundheit eines Menschen zu einem industrialisierten Produkt geworden ist und wir uns fragen, was wir Menschen Sie wollen wieder einen Weg zurück in die Steinzeit gehen. Nein. Wir können uns sehr wohl auch eine Form des Wohlstandes vorstellen, die sicherlich bescheidener ist, die dann aber krisensicherer ist. Beispielsweise eine Welt, in der wir nur noch 20 Stunden arbeiten und eine Welt, in der wir nicht mehr nur von Geld abhängig sind, in der wir nicht mehr nur abhängig sind von Konsumgütern, die Unternehmen produzieren, sondern wo wir wieder in Netzwerken, in Genossenschaften oder auch in anderen Projekten der Selbsthilfe quasi einen Teil der Produktion übernehmen, die jetzt im spezialisierten, im geldbasierten industriellen Bereich verankert ist. Also wir sollten da die Scheuklappen mal so ein bisschen verlieren. Also, wir sind an einem Punkt angelangt, den wir seit Jahrzehnten nicht mehr haben. Die Politik, die Menschen da draußen
hinterfragen zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder das System. Sie sehen, dass das, was wir haben, es war jetzt nicht katastrophal schlecht, es war ganz okay, aber es geht noch verdammt viel besser. Mhm. Und jetzt müssen wir die Scheuklappen wegnehmen. Jetzt müssen wir alle kritischen Geister, alle klugen Köpfe zu Wort kommen lassen und müssen versuchen, die Stellschrauben so zu verändern, dass wir dieses System, das gar nicht so schlecht war, noch besser machen. Mhm. Es nutzt nichts, alles komplett umzuwerfen, das Geld abzuschaffen, komplett neue Systeme aufzubauen. Die meisten Menschen haben ihre Jobs und sind froh, wenn sie halbwegs stolperfrei mit der Situation klarkommen, mit ihrem Leben klarkommen. Den kannst du nicht von jetzt auf gleich ein komplett neues Wirtschaftssystem überstülpen. Ja. Das muss sukzessive sich entwickeln und wir müssen jetzt sehen, dass wir jetzt ein Utopia bauen, wie es ideal sein könnte, ja, und jetzt überlegen, was können wir als wichtigste Schritte machen, um dem näher zu kommen, ohne alles kaputt zu schlagen. Und ich glaube, da können wir die Leute mitnehmen und da müssen wir alle Geister wecken, da müssen wir alle Kreativen zusammenrufen und auch konträr diskutieren, so wie wir es hier machen.